Bücherwürmer. Ja, heute gibt es meinen Lesemonat und der ist leider im Juni sehr, sehr schlecht ausgefallen. Also für meine Verhältnisse schlecht. Ich habe nämlich insgesamt nur 9 Bücher gelesen. Muss aber ja sagen, ich hatte ja die Challenge, dass ich nur Bücher über 400 Seiten lese. Das habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe aber dennoch ein paar von meiner Leseliste gelesen. Dementsprechend haben die alle natürlich ein bisschen mehr Seiten gehabt. Und ich bin trotzdem relativ zufrieden. Vor allem, weil ich richtig, richtig gute Bücher hatte. Ja, ich fange einfach mal an. Ich habe jetzt hier keine Reihenfolge, wie ich sie, also zu welcher Zeit ich sie gelesen habe, sondern querbeet. Ich habe Julie Kagawa Unsterblich Tor der Nacht gelesen. Das werdet ihr auch mitgekriegt haben in meinem letzten Video, mein Follow Me Around. Und das war ja mega grandios. 5 Sterne hat das von mir gekriegt und die Rezension dazu verlinke ich euch auch einmal unten in der Infobox. Dann habe ich Molly McAdams Love and Lies, Alles ist verziehen. Das ist der zweite Teil auch und auch diesen Teil fand ich wieder richtig gut, genauso wie den ersten Teil. Auch dieses Buch hat 5 Sterne von mir gekriegt. So, dann habe ich ein Buch, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, und zwar von Cory Ann Haidu, Don't Tell Me Lies. Dieses Buch hat mir mehr versprochen und ist nicht eingehalten. Ich fand die Idee dahinter eigentlich richtig gut. Die Idee halt, dass es eine Internetseite gibt, wo man sein Geheimnis preisgibt und man kriegt Aufgaben, damit die anderen Leute dieses Geheimnis wahren. Das alles läuft anonym und die Idee dahinter ist eigentlich nicht schlecht, aber die Umsetzung war grottig. Wäre am Ende nicht eine Szene oder dieses Ende allgemein nicht gewesen, was sehr gefühlvoll im Endeffekt war und die Protagonistin halt doch eine ziemliche Entwicklung am Ende durchgemacht hat, dann hätte ich dieses Buch für grundsätzlich schlecht gehalten. Aber im Endeffekt hat es mir dann mittelmäßig gefallen. Man kann es lesen, man muss es nicht unbedingt lesen. Und wenn, dann sollte man auf jeden Fall sich bis zum Ende durchquälen. 3 Sterne hat es von mir gekriegt. Kein mega gutes Buch, aber jetzt auch durch Dank des Endes kein mega schlechtes Buch. Dann habe ich ein Buch gelesen, ganz am Anfang des Monats, von Lea Ray Miller, Flirt mit Nerd. Dieses Cover finde ich ja absolut traumhaft. Das war ein Coverkauf von mir auch. Also ich habe dieses Buch in erster Linie wegen des Covers gekauft. Und diese Geschichte war eigentlich ganz niedlich. Ich habe mir was Kleines, Locker, Leichtes dabei vorgestellt. Und auch das habe ich gekriegt. Aber es gab dennoch bei näherer Betrachtung ein tiefgründiges Thema. Und man begleitet halt Maddie heißt sie, glaube ich. Ja, man begleitet Maddie halt auf eine Reise zur Selbstfindung. Und ich finde, das ist ein Thema, welches sehr wichtig ist. Also jeder Mensch sollte wissen, wer er selbst ist und was einen ausmacht. Und diese Reise durchlebt Maddie hier halt. Also wenn man genau hinschaut, dann hat man auch hier ein sehr tiefgründiges Thema. Und alles verpackt in locker, leichten Schreibstil. In einer süßen Highschool-Sommerflirt-Geschichte. Dann habe ich mit Sandra zusammen Donnerfreitags, wie viel Leben passt in eine Tüte? Rein theoretisch hätte das ein ganz, ganz gutes Buch werden können, aber leider ist das eine Geschichte, die man so schon kennt. Es ist nichts Neues. Also dieser Markt mit diesem Thema ist, glaube ich, überlaufen mittlerweile. Hier ist es halt so, dass ich vergesse die Namen immer. Also mit den Namen habe ich es nicht so. Rose heißt sie, genau, Rose. Ihre Mutter stirbt halt und dann bekommt sie von ihrer Mutter so ein Survival-Kit. Und also diese Geschichten, wo ein Familienmitglied stirbt und man das Leben halt dann nicht mehr auf die Reihe kriegt und so weiter, das kennt man alles irgendwie schon. Und es war hier leider nichts Neues. Und auch Rose war irgendwie nicht immer auf meiner Wellenlänge. Manchmal konnte ich sie nicht wirklich verstehen. Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe Gott sei Dank, also toi toi toi, meine Mutter natürlich noch nicht verloren. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie man sich dabei fühlt. Aber ich kann trotzdem manche Handlungen von ihr einfach nicht verstehen. Und deswegen hat dieses Buch, glaube ich, nur 3,5 Sterne von mir bekommen. Ja. Dann habe ich ein Buch gelesen. Ich habe euch, glaube ich, diese Bücher auch schon mehrfach gezeigt jetzt.
Und zwar von Rachel van Dyken, Games of Love, Bittersüße Sehnsucht. Das ist der erste Teil. Mittlerweile habe ich auch den zweiten Teil schon gelesen. Aber den ersten Teil habe ich im Juni gelesen. Und Oma Nadine, also wer Oma Nadine noch nicht kennt, der muss Oma Nadine unbedingt kennenlernen. Weil diese Großmutter ist einfach nur mega göttlich. Und ich muss dazu sagen, im zweiten Teil ist sie noch viel, viel genialer. Aber ich weiß gar nicht, ob dieses Buch 4 oder 5 Sterne oder 4,5. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein richtig gutes Buch gewesen. Und die Protagonisten waren auch richtig gut, allen voran Oma Nadine. Und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es war wirklich zum Schießen. Man konnte richtig viel lachen und hat aber trotzdem Dramatik. Also wie es halt bei New Adult irgendwie vorhanden ist. Es ist dramatisch und da sind zwei Menschen, die müssen eigentlich zusammenkommen, schaffen es aber irgendwie nicht und so weiter und so fort. Und Oma Nadine ist der perfekte Mittelsmann dafür. Oder Mittelsfrau. Ja, dann habe ich ein Buch gelesen, wo ich mich lange gegen gesträubt habe, weil ich ja gehypte Bücher grundsätzlich eigentlich erstmal nicht lese und das relativ später erst mache. Dieses Buch ist zwar schon sehr, sehr lange auf dem Markt, also für BookTube-Verhältnisse sehr, sehr lange auf dem Markt, und zwar City of Bones von Cassandra Clare. Diese Reihe wird ja komplett mega gehypt, jeder liebt diese Reihe und ich muss sagen, ich springe auf diesen Zug jetzt mit auf. Ich fand dieses Buch auch richtig gut. Es war nicht so gut wie jetzt manch andere meiner Lieblingsreihen beispielsweise, aber ich möchte dennoch diese Reihe weiterlesen. Und Jace ist ein absolut genialer Typ, der ist mir super sympathisch. Und am Ende fand ich es leider irgendwie nicht so toll. Also wer diese Bücher gelesen hat, der weiß, was ich meine, glaube ich. Dieses Ende habe ich nicht erwartet und möchte ich eigentlich auch nicht, aber ich freue mich darauf, es weiterzulesen und bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Dann habe ich ein Buch, das habe ich auch innerhalb eines Wochenendes oder eines Tages, ich weiß es gar nicht mehr, also auf jeden Fall habe ich es sehr, sehr schnell verschlungen. Und zwar von Victoria Scott, Feuer und Flut. Dieses Buch habe ich von meinem Schatzi geschenkt bekommen, deswegen habe ich es auch sehr, sehr schnell gelesen. Und mir hat es auch richtig gut gefallen. Also für alle, die Tribute von Panem zum Beispiel sehr, sehr mögen, die müssen Feuer und Flut lesen. Und ich freue mich jetzt auf Salz und Stein, den habe ich hier auch schon ungelesen stehen. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht mit Tessa. Teller heißt sie. Gott, mein Ich und Namen ist nicht meins. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist kein Abklatsch von Panem, Gott sei Dank. Hier gibt es die Pandoras noch zwischendurch. Oder als großen Bestandteil und die machen die Geschichte nochmal ganz besonders. Und hier der größte Unterschied ist halt einfach, dass hier nehmen die Leute freiwillig an diesem Rennen teil. Bei Panem machen sie es ja nicht freiwillig. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Und mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ja, letztes Buch. Das habe ich auch mit Sandra zusammen gelesen, weil sie mich ja förmlich dazu gezwungen hat. Ich bin aber auch mittlerweile froh darüber, und zwar von Nina Blanchard, Totenbraut. Ich habe es endlich gelesen und das, was hier passiert ist, das habe ich rein gar nicht erwartet. Also das war völlig was anderes, als was ich erwartet hätte, und für mich war dieses Buch einfach nur mega faszinierend. Ich bin nicht religiös, also ich glaube nicht an Gott und so weiter. Ich habe zwar einen roten Faden, weiß ich nicht, beispielsweise, ich glaube schon, dass jeder Mensch einen Schutzengel hat, aber ich glaube halt nicht an Gott und so weiter. Und hier zu Zeiten von, welches Jahrgang haben wir denn hier, 1731, ist die Religion in Serbien, ist das glaube ich, ja, sehr stark natürlich. Damals war die Religion ja sowieso stärker als heute und der Glaube. Und für mich war es sehr, sehr faszinierend zu sehen, was der Glaube mit Menschen anstellen kann. Und ja, ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, meine Speicherkarte ist voll. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier zum Schluss, weil meine Speicherkarte ist voll. Ich habe noch 4 Minuten. Und ja, für alle, die nicht religiös sind oder auch für die, die stark religiös sind, ich glaube, für die ist dieses Buch echt faszinierend, mal zu sehen, was 1731 eigentlich so in den Köpfen der Menschen vorgeht. Und
dann noch diesen kleinen Aspekt Vampire mit reinzubringen, ist Nina Blanchard echt gelungen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, dieses Buch hat 4 Sterne von mir gekriegt. Oder 4,5, ich weiß es nicht. So, ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal.